Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, Freunde, wir waren letztes Mal einfach beim Gewerbeausbau in unserer Stadt. Und da würde ich einfach sagen, ja, machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Ich gucke mir mal gerade nochmal die Nachfragen an, das passt soweit. Gut, ja, so sieht unsere Stadt bei Nacht aus. Sehr, sehr cool, tatsächlich. Und ja, dann machen wir das einfach mal weiter. Genau, wobei, wir bauen jetzt aber nicht direkt weiter, weil ihr habt mir Tipps gegeben, beziehungsweise Luca hat mir Tipps gegeben, wie man hier vielleicht den Verkehr ein bisschen in den Griff kriegen kann, nämlich indem man ja viel mehr Einbahnstraßen baut. Ja, daran habe ich tatsächlich am Anfang nicht gedacht, muss man sagen. Aber na klar, das ist natürlich eine Möglichkeit. Von daher probiere ich das doch jetzt einfach mal aus. So, wir haben ja hier, das reißt dann das Ding mit ab, ne? Ach ja, stimmt. Wir haben ja hier jede Menge Landstraßen gebaut, ne? Und Landstraßen sind allerdings Gift für den Verkehr, so wie ich das mitbekommen habe. Und deshalb werden wir jetzt hier Einbahnstraßen ziehen. Genau, und wir machen uns jetzt ein schönes Einbahnstraßennetz. Und ja, das klingt doch nach einem Plan, der allerdings jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen kann. Also tatsächlich, ja, kann das jetzt ein bisschen dauern. Aber hey, warum denn nicht? Ach, wir können das ja auch so ersetzen, ne? Stimmt, guckt euch das an. Wir können die Straßen so ersetzen. Ja, gut. Ich meine, dann müssen wir die ja. Dann dauert es doch nicht so lange. So, dann. Machen wir das. Ja, okay. Okay. Wobei. Stopp hier. So, dann habe ich hier einmal dahin und hier hätte ich gerne einmal hierhin. Genau, so. Okay, und dann könnt ihr hier hinfahren. Dann könnt ihr bitte auch hier hinfahren. Na, der macht's immer unterschiedlich. Okay, ist erstmal nicht schlimm. So, okay, dann. Machen wir mal weiter hier mit der Einbahnstraße. Nein, bitte kein Gebäude abreißen jetzt aber aus Versehen. Ja, okay, die Frage ist jetzt halt. Ja, doch, okay. Hier können wir noch mal was ziehen. Das ist kein Problem. So. Ja, und hier vorne haben wir ja schon einiges an Einbahnstraßen, ne? Dann würde ich vorschlagen, wir machen wir das mal weiter. Oder das Ding ist halt unter einer Auto. Das habe ich aber jetzt gerade nicht gemacht. okay. Oder alle aus. Ist es frisch? Nee, das ist nicht frisch. Das ist nie und nimmer frisch. Okay. Machen wir da eine Plaza rein. Eine Plaza, genau. Damit wir hier ein bisschen den Verkehrsfluss mal in den Griff kriegen, sage ich mal. Außer halt in der Nähe von der Autobahn. Da geht's halt nicht anders. Da müssen wir halt normale Straßen machen, weil es hier ja keine Einbahnstraßenunterführung gibt, leider. Okay, aber wir können ja. Das kann man doch verbinden. So. Wir können ja auch hier weitermachen, indem man hier Einbahnstraße hinmacht, denke ich mal, oder? Nee. Wartet mal, wie funktioniert denn das? So geht's. Okay, so geht's. Dann machen wir das doch hier so weiter. Genau. Perfekt. Das geht. Okay, hier geht's leider nicht. Aber das ist okay. Ah, so geht's. Guckt mal. So geht das. Okay. Sodass die Leute, die dann hier hin wollen, hier hin und dann hier hin wollen, die fahren ja dann hier außen rum. Genau. Und ist eigentlich ein guter Plan.
wie wir die Verkehrsprobleme hier mal ein bisschen in den Griff kriegen. Wartet mal. Wenn wir hier die... das Zeug hier abreißen. So, und dann eine Einbahnstraße machen. So. Wartet mal gerade. Okay. Und dann hier unten jetzt eine Einbahnstraße rein. Ah, es geht doch! Schaut euch das an. Es geht doch. Ja, annehmen. Annehmen. Ha, schaut euch das an. Es geht doch. Hey. Ja, na gut. Dann ist das ja geklärt, ne? Wie wir es machen. Dann ist das ja richtig cool. Okay. Es geht also doch. So, gut. Damit wir hier den Verkehr mal ein bisschen in den Griff kriegen. So. Auffahrt. Ja, danke schön. So. Ah, cool. Okay, viel größeres Konzept mit der Einbahnstraße. Frage ist jetzt, ja, machen wir die so hierhin, würde ich vorschlagen. Nur man muss halt aufpassen, dass man sich nicht damit verzettelt, glaube ich. Das merke ich gerade, ja, dass man da tatsächlich lieber nicht, nicht zu viel. Beziehungsweise, ja, gucken wir doch gleich erstmal. Warten wir doch erstmal ab, Mensch. Die müsste am besten eine noch so noch rein, ne? Ja, okay. Aber hey, das ist ja kein Problem. So. Gut. Das hier auch weg. So. So. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Auffahrt bauen, Auffahrt bauen. Jawohl. Und ja, hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Projekt. Wie es hier tatsächlich weitergeht mit unserem Hauptstadtbau und mit der Überarbeitung unseres Verkehrskonzepts. Das ist wirklich krass. So. Wie viel Gedanken man sich hier für so Verkehrssachen machen muss, ne? Das ist wirklich heftig. Wie jetzt? Achso, Landstraße. Okay. Landstraße kann man so verbinden, genau. Richtig krass. Aber hey, macht Spaß auf jeden Fall. Macht Spaß und ja. Hoffe ich, dass euch dieses Projekt nach wie vor hier zusagt. Ja. Ah, sieht doch cool aus. Okay. Dann schauen wir doch gleich mal. So, hier so ein paar Bereiche, die können tatsächlich als Landstraße bleiben. Finde ich. Aber wie gesagt, hier sowas hier. Das kann doch tatsächlich Einbahnstraße gemacht werden, ne? So, dann können wir hier... Das ist eine Landstraße, ist in Ordnung. Das ist auch Landstraße. Hier ist eine Einbahnstraße. Können wir hier noch eine zweite draus machen. Das geht komischerweise nicht immer. Das ist ein bisschen komisch. Aber hey... Ah, deswegen. Ja, okay. Aber können wir ja machen. Ist ja kein Problem. Wartet mal. Können sie auch so machen. Dann hier tatsächlich mit verbinden, oder? Nee, das geht leider nicht. Das geht nicht. Das geht so nicht. Ja, okay. Nicht weiter schlimm. Dann können wir das hier mal abreißen. Ich weiß nicht, was hier ist. Aber... können wir hier die Einbahnstraße hin. Warum geht das nicht? Moment. Mach mal alle aus, bitte. Was ist da? Das ist einfach die Brücke, ne? Ja, es ist einfach die Brücke. Okay. Zonen. So, ja gut, da müssen wir es halt so verbinden. Aber das passt doch. Es passt doch. So. Verbind es einfach so. Nein. Warum passt das? Jetzt hat es mir die Straße zerschossen. Ja, gut, komm. Ist jetzt... Passt schon. Passt schon. Ja. Ist okay. So. Das Wichtigste ist ja, dass die hier angebunden sind. So, dann machen wir mal weiter mit unserem Einbahnstraßenkonzept.
So, dann ein paar Landstraßen, wie gesagt, müssen bleiben. Aber hier ist sowas hier. Das kann man doch so ganz gut. So, machen wir das so. Genau. Und dann hier auch nochmal. Ja. Ja. Ah, das ist doof, dass sie jetzt hier immer so machen. So, alles klar. Gut. Gehen wir das einmal so. Ach, Quatsch. Moment. Macht das so. So rum, möchte ich sagen. Ganz genau, Freunde. Ja. Jetzt, das geht hier lang. Dann machen wir das hier auch. Das hier aber bitte normal. Ja, wobei, wartet mal. Wartet mal lieber so. Die können ja dann hier außen rumfahren. Oh Gott, das wird ganz schön unübersichtlich. Das wird ganz schön unübersichtlich, ne? Aber. Aber hey. So. Gut, hier am besten keine Einbahnstraße rein. In so Sackgassen mache ich nämlich keine Einbahnstraßen rein. So. Am besten hier auch nicht, weil das so eine Hauptverbindung ist. Hier kann man sowas aber nochmal gut hinmachen. Am besten hier. Geht das? Das funktioniert. Okay. Dann müsste das hier ja auch gehen. Moment. Dann haben wir hier mal die Auffahrten weg. So. Und dann am besten... Ich hoffe, dass das jetzt schon funktioniert. Ja! Aber nur eine. Warum nur eine Auffahrt? Hm. Deswegen? Ernsthaft? Moment. Mach mal bitte Autobahn. Erhöhte Autobahnüberführung. Tab. Moment. Muss hier vielleicht die Straße weg, wa? Und dann nochmal abreißen. Und dann nochmal die Einbahnstraße durchziehen. Warum nicht? Was ist denn jetzt los? Wartet mal. So, mach doch die... Mach doch die... Er macht nur eine rein, ne? Okay, aber hier vorne ist auch eine. Das ist irgendwie komisch, ne, dass er da nichts... Ja, wobei... Moment, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es sind doch drei frei. Ach so, Moment. Mach das bitte nochmal kaputt. Dass wir das da bis hier vorne ziehen. Ah, okay, jetzt haben wir es doch. Jetzt haben wir es doch. Ah, perfekt. So, ah, wunderbar. Das mehr wollte ich doch gar nicht. So. Okay, ja, perfekt. Da können wir das ja auch noch miteinander verbinden. So. Ja, wunderbar, Mensch. Es ist doch... Läuft doch wie geschmiert. Es läuft sehr gut. So, hier haben wir Einbahnstraßen. Hier brauchen wir keine Einbahnstraßen. So, dann machen wir hier mal. Sollen wir das so machen? So, und dann hier einmal so. Ja, das ist perfekt, Freunde. Das passt perfekt zusammen hier. Muss ich tatsächlich sagen. Und naja, wobei, wartet mal. Die fahren hier hin. Wenn die dann hier hin wollen, dann müssen die... Ja, dann müssen wir hier noch einmal so was das machen. So. Ja, genau. Okay. cool. Ja, wobei, nee, eigentlich... das muss so rum. Genau. Dann können die nämlich von hier... Die müssen dann hier rumfahren. Die können dann hier alles erreichen. Die können hier alles erreichen. Wenn sie hier hin wollen, dann können sie... Hier durch. Genau. Und dann müssen sie hier durchfahren oder können hier aus... Ja, passt. Okay. Okay, dann... schauen wir uns das doch gleich mal an, wie sich das jetzt auf den Verkehr auswirkt.
Aber Moment, ich glaube, wir können hier auch noch mal eine hinziehen. Genau. Okay. Eine Einbahnstraße. Das heißt aber auch, wenn sie von hier hinten hier hin wollen. Oder von die hier oben hier hin wollen, dann müssen die einmal außen rumfahren. Aber passt schon, Freunde. Passt schon. Ja. Dann ziehen wir das hier nochmal gerade. Das geht leider nicht, ne? Ne. Okay. Aber hier. So. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt eine Viertelstunde lang die Straße für... Oh mein Gott. Okay. Dann gucken wir uns doch jetzt mal an, wie sich das auswirkt. Verkehr. Oha, okay. Machen wir hier Verkehr. Wow, schaut mal, es geht nach rechts. Es geht nach rechts. Es ist wieder bitte. Ja, nicht ganz, aber Moment. Verkehr. Hey, es ist auf jeden Fall besser geworden. Außer halt in der Downtown, ne? Aber in der Downtown, ja, kann man halt nicht viel am Verkehr machen. Aber hey, in der Regel. Wie sieht es mit der Luftverschmutzung aus? Ist auch weniger, habe ich das... Ist es auch weniger, ne? Die Luftverschmutzung. Ist auch weniger geworden. Ey, cool. Moment, Moment, jetzt ist mein Handy hier gerade ange... mach doch weg. So. Speichern. Bitte sofort speichern. So, ja, ich bin zufrieden tatsächlich. Schaut euch das an. Die Luftverschmutzung ist wenig. Ist echt wenig, muss man sagen, für so eine fette Stadt. Und der Verkehr ist überwiegend grün. Tatsächlich. Also es ist wirklich überwiegend grün. Oh mein Gott, das ist so gut. Außer halt so ein paar einzelne Straßen. Aber das hier ist auch eine Landstraße hier vorne. Ne? Das hier vorne auch. Gucken wir nochmal gerade. Zonen bitte. Hier vorne die. Da ist viel Verkehr. Dann machen wir da doch. Können wir hier eine Einbahnstraße draus machen? Das wäre so cool, wenn das gehen würde. Da können wir auf jeden Fall was machen. Aber... Moment. So. Das ist halt das Problem, dass wir hier diese Kurve haben, ne? Und... Hier in diesem Abschnitt ist irgendwie viel zu viel Verkehr. So. Diesen Abschnitt... Ja? Moment, ich glaube, wir können hier was machen. Wartet mal. Mach mal gerade Pause. Mach mal gerade nochmal Pause. Ich glaube, wir können hier tatsächlich was machen mit Einbahnstraße. So. Und so. Und so. Jawohl. Das ist super. Das ist gut, ey. So, dann jetzt nochmal hier und sagen Verkehr. Na komm. Haha, seht ihr? Gelb. Gelb geworden. Ha. Ja. Gelb geworden, Freunde. Oh, ist das gut. Okay. Oh, was bin ich froh. Was bin ich froh, Freunde. Was bin ich froh, tatsächlich, dass wir da... Boah. Ey, Luca. Du bist derjenige, der den Tipp gegeben hat. Vielen, vielen Dank. Also, das ist echt aus Rot nach Orange und Gelb. Vielen, vielen Dank. Also, Respekt, dass du das so gut erkannt hast. Und auch, dass wir jetzt dadurch, ja, den Verkehr mal ein bisschen regeln können. Das ist wirklich genial. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank. So, hier sind jetzt... Das sind zwar Einbahnstraßen schon. Hier ist aber viel Stau. Kann man ja theoretisch auch so machen und so machen, ne? Moment. Dann machen wir das doch. Wartet mal, wir machen das einmal so.
Moment, mach mal Pause, bitte. War das einmal so? Hier dann auch einmal so, genau. Und dann hier einmal runter. So. Einmal runter, hoch, runter, hoch. Okay. Jawohl, Freunde. Dann beobachten wir nochmal den Verkehr jetzt hier. So, dieser Bereich ist noch so ein bisschen so rot, ne? So, wartet mal. Ja gut, es ist halt auch viel U-Bahn-Verkehr, ne? Aber hey, schaut euch das an. Ist es wirklich überwiegend grün hier? Oh mein Gott, ist das gut. Boah, ist das gut. Ist das gut, Freunde, ist das gut. Ja, und somit, guck mal, der Verkehrswert ist schon über der Mitte. Ah, ist das nice, Freunde, ist das nice. So, es freut mich ehrlich, weil wir haben immer Verkehrsprobleme gehabt. Und so langsam lichtet sich das. Es ist halt nur dieser eine Bereich hier. Und hier unten halt so ein bisschen, aber das meiste ist tatsächlich, das ist glaube ich eine U-Bahn, was hier betroffen ist, oder? Wartet mal. Mach mal bitte Zonen. Oder was ist das hier? Tatsächlich nicht. Ah, hier können wir aber auch was machen. Okay, hier können wir was machen bezüglich Einbahnstraße. Ja. Machen wir es einmal so. Und einmal so. So einfach kann es gehen. Und Verkehr beobachten. Genau. Und schon ist er grün. Das ist so gut. Es ist so herrlich. Es ist einfach so gut. So. So gut, wenn mal was funktioniert hier. Ja, hier oben dieser Bereich halt. Keine Ahnung, was wir da machen können. Machen wir nochmal Zonen, bitte. Ja gut, das ist halt hier Downtown-Bereich, ne? Da kann man den Verkehr nicht ganz minimieren, aber hier und hier halt auch nicht, ne? Aber ist das mit der U-Bahn angebunden hier oben? Haben die eine U-Bahn-Verbindung? Ist tatsächlich mit der... Aber hier fehlt eine Station in der Mitte. Hier fehlt eine Station in der Mitte, um Himmels Willen. Warum habe ich hier denn nichts reingemacht, sag mal. Okay, ihr kriegt hier eine U-Bahn-Station. Fangen die Räuber, nein, danke. Erstmal nicht. Ihr kriegt hier eine U-Bahn-Station rein. So, dann werdet ihr jetzt schön ans Netz angebunden. Ah, hier fehlte noch eine U-Bahn-Verbindung, okay, ja. So. Und dann Verkehr. Okay. Dann haben wir jetzt noch hier oben den Bereich, der ein bisschen rot ist. Ist der mit einer U-Bahn verbunden? Moment. Es ist hier eine U-Bahn-Station. Ja, da oben. Aber hier unten auch keine. Hier unten auch keine. Dann... Mach hier bitte eine U-Bahn-Station hin. So. Und das schön mit der U-Bahn verbinden. Ist schon. Okay, ist schon. Gut, dann. Verkehrstechnisch. Ja, wobei, wartet mal, ist das hier... Okay, das ist aber auch der Monorail geschuldet. Luftverschmutzung geht auch runter. Verkehr. Ja, es ist schon über der Mitte. Also es ist schon gut, muss ich sagen. Okay. Ja. Dann geht's mal weiter, würde ich vorschlagen. Ja, Umweltverschmutzung ist wirklich sehr gering. Richtig gut. Und Verkehr. Ja, ihr seht's. Überwiegend grün, ne? Es ist so gut. Es ist einfach so gut. Hier ist ein Strich. Ja gut, das ist Monorail hier, ne? Monorail ist ja okay, wenn da Verkehr ist. Aber auf den Straßen halt nicht, ne? Und hier ist es jetzt auch ein bisschen besser
worden? Hier oben? Oha, hier oben, hier draußen. Ja gut, aber das ist halt draußen. So, habt ihr Einbahnstraßen? Ihr habt Einbahnstraßen. Okay, aber wir, hier können wir tatsächlich mal Abhilfe schaffen, wenn wir dem Wert da sowas machen. Einfach mal eine Straßenverbindung. So, Verkehr. Genau, und das hilft auch schon. Okay, das hilft auch schon. Wunderbar. Gut, Freunde, dann... ja, haben wir jetzt fast die ganze Folge für unser Verkehrskonzept gebraucht, aber das ist nötig gewesen. Gut, ich glaube, wir wollten hier unten noch ein Gewerbegebiet reinmachen, ne? Ich denke aber, das können wir noch machen. Genau, das können wir noch machen. Indem wir einfach hier sagen, jo, Gewerbegebiete. So. Und Bus und U-Bahn. Ne, ganz wichtig. Bus- und U-Bahn-Station. Und, wo, das ist aber ziemlich weit weg vom U-Bahn-Netz, ne? So. Genau, schön die Quadrate machen, wie wir es gelernt haben. So, aber wir können wahrscheinlich hier unten können wir einen Strand oder sowas hinmachen, ne? Wartet mal. Aber richtig gut, ey. Mit dem Einbahnstraßenkonzept richtig nice. So. Ja. Dann können wir das hier weitermachen. So, 4x4 noch eins. So, dann können wir Parks. Ohne Ende Parks. Oder? Was kommt hier? Hier kommt ja gar nichts. Was ist das? 3100 Remob Tower. Da passiert gar nichts. Naja, okay. Dann ist es halt so. Machen wir tatsächlich. Was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Okay. Das sah komisch aus. Dann machen wir einfach mal einen Stadtwald noch hin. Dann tun wir noch ein bisschen was für die Umwelt. Ah, das hat unserer Stadt, glaube ich, jetzt gut getan, dieses Einbahnstraßenkonzept. Weil wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, das ist echt gut mit dem Verkehr. Der Verkehrsbalken ist grün. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Das hatten wir wirklich... Wow. Habe ich auch schon unter Denkmalschutz gesetzt. Okay. Hier unten ist irgendwie nicht so viel, ne? 211, 77, das ist irgendwie... Geile Musik. Plaza Azteca, ja, ja, ist okay. Alles gut. So, dann machen wir hier weiter. Genau, nochmal ein paar Büros hier hin einfach. So. Ja, ihr braucht jetzt keine Unfälle mehr zu bauen. Ihr habt jetzt genug Verkehrsanbindung hier. So. Dann machen wir hier einmal annehmen. Komm. Gut. Dann haben wir hier einmal Bushaltestelle und U-Bahn. Weil da vorne kann eine U-Bahn hin. Und hier unten links kann eine U-Bahn hin. So und so. Genau, da kommen sie auch schon. Perfekt hier. So. So. Am besten schön weiter verbinden. Das bitte einmal weg. So. Und weiter verbinden. Ah. Wunderbar. So muss das, Freunde. Und ja. Dann sind wir auch schon wieder am Folgenende angekommen. Dann würde ich einfach mal sagen, Freunde, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da. Und dass die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis wieder weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.